Hallo, hier ist die Anja von Venus Spirit. Es folgt jetzt ein Auszug aus dem Vortrag über die Venus, den ich gemeinsam mit Dr. Raymond Keller, dem Historiker der Venusia, am 18. Juni 2022 in Kreuzlingen gehalten habe. In dem nun folgenden Ausschnitt stelle ich die Frau von der Venus, die Botschafterin der Venusia, die Omnek Onek, vor. This is the real Omnek Onek, right there. Das ist die echte Omnek Onek. And this is her lovely manifestation here in the European continent. Okay, so I'm going to let Anya tell you a little bit about Omnek, and we have a wonderful clip that briefly tells her story. I think it's maybe like seven minutes, but you'll love the FX because it's a pretty good depiction of Venus on the astral plane. Also ich gebe eine Einführung jetzt in die Geschichte von der Omnek und wir werden danach noch ein kleines Video zeigen, das ein Motion Graphics Designer auf meinen Wunsch hin mal gemacht hat. Also ein Venus-Omnek-Freund sozusagen, der Fred Fernandes. Ich persönlich habe Omnek Onek ungefähr 1993 das erste Mal gesehen. Und das war, als sie im Fernsehen gesessen ist, ein Interview gegeben hat. Ihr Buch ist 1991, also das originale Buch, das From Venus I Came, das ist ihre Autobiografie, die darstellt, dass sie von der Venus gekommen ist und wo sie eben beschreibt, wie das Leben auf der Astralwelt der Venus ist und wie sie dort gelebt hat, warum sie dann also auch ausgewählt wurde, um auf die Erde zu kommen. Und die ganze Geschichte ihres Lebens von der Venus bis zur Erde, das ist in dieser Autobiografie, die ist also auch Teil 1 von diesem Buch, was da hinten liegt, die Trilogie. Und das ist 1991, meine ich, als erstmalig erschienen in den USA und zwar veröffentlicht worden von dem damaligen UFO-Colonel und US-Air Force-Colonel und UFO-Forscher Wendell C. Stevens. Die ganze Geschichte ist sehr komplex, da könnte man auch wieder ein Buch drüber schreiben. Auf alle Fälle war das dann relativ schnell, was wieder etwas auch, wo jeder sich selbst Gedanken darüber machen kann oder spüren kann, was der Grund dafür sein könnte. Sie wurde relativ bald nach der Veröffentlichung des englischen Buches nach Europa geführt. Ja? Das heißt, damals war das Michael Hesemann, der war damals noch sehr aktiv mit UFO-Konferenzen und Büchern über UFOs und so. Und auch der war der Erste, der die Omnek nach Deutschland geholt hat, kann man so sagen. Und so kam es dann, dass sie hier sozusagen festhing. Fast über 25 Jahre lang war die Omnek fast nur in Deutschland präsent und nicht irgendwo anders in der Welt. Das spricht alleine für sich. Ja, sie hat also wirklich hauptsächlich hier gewirkt und bald danach ist also auch die deutsche Übersetzung entstanden. Das war damals über den Omega Verlag und damals hatte sie dann auch so ein Umfeld um sich herum, das direkt für ihre öffentliche Präsenz gesorgt hat. Die haben also auch Fernsehinterviews und alles Mögliche gemanagt. Ihr damaliger Freund und der Verlag und so. Und dann war das ungefähr 93, 94, als sie in mehreren Fernsehsendungen aufgetreten ist, Talkshows. Und da habe ich mal irgendwie durch Zufall reingeschaltet. Da war ich noch in Berlin, vielleicht 23, 24 Jahre alt und innerlich auf der Suche. Und da habe ich reingeschaltet und ich habe gesehen, wie sie da gesessen hat und wie sie gesprochen hat und wie sie einfach wunderschön ausgesehen hat und eine unheimlich beeindruckende Ausstrahlung hatte. Sie hat auch auf den Punkt gebracht, wirklich Sachen gesagt, die ich in dieser Präsenz und Klarheit noch nie im Fernsehen gehört habe. Wie zum Beispiel, das war dann mein Schlüsselsatz, Imagination is the key to creation. Also die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Und ich habe mir noch gemerkt, dass sie eben Omnek Onek heißt und dass es dieses Buch von ihr gibt. Das war eigentlich im Grunde genommen erstmal alles. Dann habe ich das Ganze eigentlich nur setzen lassen. Das hat dann irgendwie, offensichtlich war das wie so ein Same, der in mich eingedrungen ist und der dann ein paar Jahre gebraucht hat, bis er dann
irgendwie durchgestoßen ist. Und durchgestoßen ist es dann, als ich 1997 einen Buchladen aufgemacht habe in Landshut in Bayern. Und im Rahmen meiner Erstbestückung, also als ich meinen ersten Bucheinkauf getätigt habe, ist mir dann der Name Omnek Onyx und ich kam von der Venus wieder eingefallen. Und dann habe ich das Buch für mich persönlich bestellt im Rahmen der Erstausstattung. Und dann habe ich es gelesen und dann, wow, dann hat es mich nochmal richtig berührt, weil ich habe diese Autobiografie so gelesen, als wäre ich habe das Gefühl gehabt, ich werde nach Hause getragen. Ich habe mich so berührt gefühlt und so fast geliebt gefühlt. Also es war einfach diese Schwingung, die da drin war, schon allein in der Beschreibung, wie die Omnek das rübergebracht hat, das hat mich so berührt damals, dass ich nicht lange danach dann das zweite damals erhältliche Buch verschlungen habe, ein halbes Jahr später. Und dann habe ich gefühlt, ich muss diese Frau sehen, ich muss die kennenlernen. Und so ging es dann wirklich zack, 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 eins ins andere, wie geführt, logischerweise. Ja, das ist hinterher dann alles irgendwie offensichtlich. Ich habe dann den Verlag angerufen, der Verlag hat mich weitergeleitet zum damaligen Manager. Und 3 Wochen später, der hat zu mir dann gesagt, ja, weißt du, wenn du einen Buchladen hast und du willst was organisieren, dann kommen wir auch zu dir, weil sie ist ja gerade im Moment in Deutschland. Und mich hat das damals echt aus den Schuhen gehoben, weil ich habe mich so gefreut, dass die dann 3 Wochen später wirklich zu mir in mein kleines Lädchen nach Landshut gekommen sind. Ich habe gedacht, ja, also ich habe mich wirklich so gefreut, wie ich gar nicht wusste, dass ich mich freuen kann. Ich glaube, als wir aufgelegt haben damals, der Wolf und ich, da bin ich irgendwie durch meinen Laden gehopst. Und habe jedem sofort erzählt, hey, die Omnek von der Venus kommt zu mir in den Laden. Und ich war völlig, völlig durch den Wind, ja. Und habe dann wirklich alles gemacht, was nur möglich war. Hotel organisiert, Raum organisiert, Radiosender, Plakate verteilt und so. Und 3 Wochen später ist die dann mit dem Wolf gekommen, mit dem Mercedes und sie ganz in Weiß. Und die sah aus wie ein Engel. Die hatte diese blonden, genauso wie da, diese hohen weißen Schuhe an und also die war wirklich so beeindruckend. Ich war völlig, völlig fertig. Und beim ersten Mal konnte ich mit ihr auch noch keine richtige Berührung oder Begegnung eingehen, weil ich viel zu aufgeregt war. Aber sie hat natürlich sofort gesehen, wer ich bin. Sie hat gewusst, mit mir ist irgendwas, mit mir läuft irgendwas die nächsten, keine Ahnung, Jahrzehnte oder so. Und dann kam sie ein halbes Jahr später wieder und dann habe ich sie das erste Mal gefühlt, als wir einen Workshop miteinander hatten in meinem Laden. Das weiß ich noch so wie heute, weil da war dann endlich Ruhe, da ist in mir dann endlich Ruhe eingekehrt, als ich sie nur wahrgenommen habe. Und sie hat mir in die Augen geschaut und ich habe diesen Blick wahrgenommen und das war dann Liebe. Ich habe noch nie vorher Liebe gefühlt. Das war wirklich diese bedingungslose venusische Liebe, die ich da wahrgenommen habe. Und Omnek hat sich total gefreut, weil ich das dann am Abendessen auch sogar getraut habe auszusprechen. Ich habe das dann gesagt, ey, hier ist was passiert in mir, ja, so ungefähr. Ich habe Liebe gespürt. Ich weiß das jetzt, wie das sich anfühlt. Und da habe ich einfach gewusst, das ist es, ja. Das wird es irgendwie sein, für immer oder so. Ich weiß es nicht, ob ich das da schon bewusst wusste. So fing es jedenfalls mit uns an. Omniks Geschichte selbst könnt ihr natürlich nachlesen und ich habe sie auch schon oft auf YouTube und so weiter in Videos und überall erzählt. Sie ist praktisch auf der Astralebene der Venus geboren und wusste aber auch, dass sie noch karmische Zyklen offen hatte. Sie hätte also noch einmal inkarnieren müssen, irgendwann sowieso oder wollen, ja, weil das ist ja alles freiwillig, das ist klar. Aber sie wusste auch, sie wird irgendwann noch mal zur Erde kommen. Und dann bekam sie eine ganz besondere Gelegenheit, die relativ einzigartig ist, soweit ich weiß, bis heute. Und das war natürlich alles zu der Zeit, die wir schon gesprochen haben, die Zeit, wo das Atomzeitalter angefangen hat und so weiter, wo die Venusier angefangen haben, sich Sorgen zu machen um die Entwicklung der Erde. Und die haben dann versucht, Wege zu finden, wie sie uns erreichen können. Denn die Seelen auf der Erde, die wirkten praktisch wie festgeklemmt oder wie sie mussten einfach einen Schub bekommen, damit es weitergeht oder damit die Menschen sich weiterentwickeln können, damit die Erde vor der Zerstörung auch bewahrt wird und damit die Seelen sich wieder frei befreien können.
Und so mussten sie schauen, was können wir denn machen? Und die Omnek Onek war dann eben eine von den Wegen, den sie gefunden haben. Sie haben sie sozusagen eingeschleust, damit sie unter uns aufwächst, damit sie nicht als Heilige hier runter schwebt oder so oder einfach landet. Denn diese Art von wäre fast wie eine Beeinflussung oder eine Einmischung, die ist einfach too much, zu viel. Es musste so sein, dass eine unter uns aufwächst, die also gebracht wird und die unter uns aufwächst wie unerkannt. Das Einzige, was sie unterschieden hat von Anfang an, war ihr Bewusstsein und ihre Energie. Aber sie war ansonsten wie einer von uns. Und das ist sie gewissermaßen ja auch heute noch. Heute vielleicht noch mehr denn je, weil sie jetzt wirklich sehr physisch ist, durch ihre physischen Schwierigkeiten auch. Auf alle Fälle hat sie die Gelegenheit bekommen, auf die Erde zu gehen, um ihre karmischen Zyklen zu vollenden einerseits und um auch als Lehrerin und als Botschafterin unter uns zu wirken. Es wurden also sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und es wurde ihr auch gesagt, dass sie dann eben nicht nochmal inkarnieren müsste, sondern dass dieser Akt des Gebens von sich selbst der Erde sozusagen, dass es auch ihre Befreiung und ihr eigener Aufstieg sein würde. Und sie hat immer gesagt, wenn sie diese Erde verlässt, also diesen Körper verlässt, geht sie auch nicht mehr zurück auf die Venus. Sie sagt, sie ist dann mit der ersten und zweiten Klasse fertig, sie geht dann in höhere Schwingungen. Sie kommt also weder zur Erde, noch geht sie zur Venus oder in die Astralwelt zurück, sie geht dann noch weiter. Sie hat sich ja vollkommen gegeben. Ja. Sie ist also auf der Venus geboren, aufgewachsen und dann hat sie sich gemeinsam in Begleitung mit ihrem Onkel Odin, so erzählt sie es in der Autobiografie, einen physischen Körper manifestiert. Sie sagt, auf der Venus gibt es eine Transferstation, eine Übergangsstadt namens Retz und dass die Venusier sich in dieser Stadt physische Dinge wie Raumschiffe oder auch Körper oder Gegenstände manifestieren können. Also alles, was sie fürs physische Universum brauchen, können sie sich dort manifestieren. Und so ist sie in Begleitung ihres Onkels dann in diese Transferstation gegangen und sie haben sich einen physischen Körper manifestiert, also praktisch wie eine Ritterrüstung, so hat sie es später beschrieben, sich um ihren Astralleib herum angezogen, um ins Physische, um in die physische Welt zu kommen. Und dann wurde sie mit einem kleinen Aufklärungsschiff, mit so einem, wie wir es jetzt schon öfters gesehen haben, zu einem Mutterschiff gebracht. So beschreibt sie es auch immer, dass sie dann in einem zigarrenförmigen Raumschiff, in einem Mutterschiff transportiert worden ist in die Erdatmosphäre. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Tage. Das weiß auch Ray aus eigener Erfahrung. Das wird er später noch erzählen, denn auch er hat diese Reise schon gemacht. Und sie ist dann also in die Erdatmosphäre gebracht worden und dann mit einem kleinen Schiff wiederum nach Tibet gebracht worden, wo sie erstmal ungefähr ein Jahr lang sich an ihren physischen Körper gewöhnt hat, Englisch gelernt hat und mit ihrer ganzen Situation und mit der ganzen Familie und mit allem vertraut gemacht worden ist, damit der Austausch unbemerkt passieren konnte. Denn sie ist ja nicht als Seele in einen anderen Körper reingeschlüpft, was viele immer wieder nicht verstanden haben. Das ist ein Grund, warum wir dieses Video gemacht haben, um das noch ein bisschen visueller zu machen. Sie ist also nicht ein Seelenaustausch oder ein Walk-in, sondern sie ist physisch gebracht worden und physisch ausgetauscht worden. Das heißt, das andere Mädchen war auf dem Weg von der Mutter zur Großmutter und ist in einem Unfall ums Leben gekommen. Und das war alles vorgesehen. Also das war nicht gemacht, sondern das würde sowieso passieren. Und die Venusier haben das alle und die Meister, die haben das beobachtet, diese Zeitlinie sozusagen gesehen und wussten dann, da muss die Omnek hingebracht werden und die wird dann ausgetauscht. Das heißt, der tote Körper ist weg gewesen, verbrannt, weggeräumt, wie auch immer, wie wir uns das vorstellen wollen. So genau wurde das nie enthüllt. Und Omnek wurde dort positioniert sozusagen als eine der Überlebenden dieses Busunglücks. Und dadurch, dass dann sowieso sie sich irgendwie ein Knie aufgeschrammt hat und so weiter, wirkte das wohl ziemlich authentisch. Und sie war ja auch gut vorbereitet. Und so wurde sie dann mit 7 Jahren in ihre irdische Familie eingeschleust. Und so begann dann ihr irdisches Leben sozusagen. Ihre Geschichte aufgeschrieben hat sie schon in den 60er Jahren und durch die ganze geistige Führung und durch alle Verknüpfungen war ihr Outing aber dann als Venusierin und als Lehrerin erst später, als sie ihre Ehen praktisch schon hinter sich hatte und ihre Kinder schon fast erwachsen waren, also als sie größer war, so mit 40 ungefähr oder Mitte 30,
begann sie dann damit, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann erschien eben das Buch und die ganze Geschichte nahm ihren Lauf. Und so habe ich sie dann eben kennengelernt, wie ich es beschrieben habe. Ne? Also das ist eine Riesengeschichte. Wir warten immer noch auf die Hollywood-Verfilmung. Ich weiß auch nicht, warum das noch nicht passiert ist. Es gab immer mal wieder Anfragen. Aber noch hat sich das nicht realisiert, ja, dass das wirklich groß rausgekommen ist. Also es ist nicht real im Moment, dass jemand konkret, ich verfolge das alles, wie gesagt, seit fast 30 Jahren, deswegen bin ich da gut informiert und weiß einfach, dass viele schon öfters Drehbücher versucht haben zu schreiben und so, aber das ist bisher noch nicht in die große Welt gegangen, ja, deswegen haben wir da immer noch die kleine Welt, die wir erreichen möchten, aber das ist eben auch ein Weg der Venusia, wie sie wirken, das weiß ja auch Ray, von Auge zu Auge, von Herz zu Herz und eben, wenn die Welt reifer oder bereit ist dafür, dann wird vielleicht auch Omnics Geschichte irgendwann in die Kinos kommen. Irgendwann. Wie auch immer. Also jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem. Das ist hier noch eine kleine Darstellung. Das habe ich mal zeichnen lassen, weil ich das selbst nicht kann. Das ist also Omnic, eine Darstellung, eine Aquarellzeichnung der Heimatstadt von der Omnic, von Teutonia. Teutonia, da ist auch wieder eine Beziehung zu Deutschland. Und das habe ich ja schon erzählt. Sie wurde also 55 gebracht in einem zigarrenförmigen Mutterschiff und dann eben erstmal nach Tibet in ein Kloster zum Anpassen. Und jetzt kommt das Filmchen. Yeah.
So, das ist jetzt ein etwas abruptes Ende. Der Vortrag gemeinsam mit Dr. Raymond Keller, der geht ja noch weiter. Ich werde auch den gesamten Vortrag noch veröffentlichen. An dieser Stelle erstmal danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du Fragen hast zur OMNEC, über die OMNEC, über die Venus, eine private Einzelsitzung mit mir buchen möchtest oder dich für ein Buch interessierst, zum Beispiel das Aufsteigende Venus von Ray, dann schau gerne mal auf die Homepage venus-spirit.com. Mögen universelle Liebe und Segnungen sein. Tschüss.